Hallo Freunde, da sind wir auch schon wieder. Mitten im Gefecht. Es geht darum, mal wieder eine Festung der Sturmmäntel auseinanderzunehmen. Und wie ihr sehen könnt, sind unsere Jungs schon vorausgerannt. Und für die sieht es gar nicht mal so gut aus. Au. Hört ihr auf, mich mit spitzen Stöcken zu piesacken? Schieß doch mit Luftschaum oder mit Bonbons. Gummibärchen wäre auch was. Ich wollte schon sagen, warum treffen wir den nicht? Okay, warum wir den jetzt nicht mehr treffen, ist mir klar. Keine Ausdauer mehr, um zu zielen. Das sieht uns nach einem Schuss aus. Okay, der konnte fast nicht mehr schief gehen. Das ist nicht so gut. Und den haben wir auch. Ich habe das Gefühl, diesmal sind wir unseren Leuten eine größere Hilfe. So ein bisschen jedenfalls. Das Problem mit den Kämpfen in der ersten Reihe ist einfach, dass man viel mehr auf die Nuss bekommt. Ja, ich merke schon wieder, wie ich in Kampfsituationen ruhiger werde. Sorry dafür. Aber ich habe das Gefühl, ein kleines bisschen Konzentration ist wichtig, besonders wenn man vorher nicht gespeichert hat. Ich merke da gerade was, Sekunde. So, jetzt wo wir gespeichert haben, können wir weitermachen. Oh. Vielleicht bleiben wir aber auch erstmal noch ein bisschen zurück. Das ist alles andere als gut. Okay, das waren jetzt, glaube ich, drei Pfeile, die direkt an unserer Nase vorbeigeflogen sind. Das sagt uns, unsere Position ist nicht ganz sicher. Au. Ja, sorry, dass ich in solchen Gefechten immer etwas ruhiger werde. Ich bin irgendwie gerade beschäftigt mit nicht sterben. Was ich wirklich super mache, wie ihr seht. Okay, wir müssen raus aus der Ecke. Danke nochmal, Ben, für die Info, dass man diese Dinger kaputt hauen kann. Gold wert. Okay, okay. Zum Glück regenerieren wir gerade. Bisschen jedenfalls. Bin ich nicht. Ja, die Ausbildung der Imperialen Armee ist wirklich hart. So viele Übungsläufe, wie man zwischen Einsamkeit und anderen Städten macht. Oh, schalt doch um. Was ein Glück, dass die so langsam sind. Kein Bogen ist langsamer als eine Armbrust. Was heißt denn hier Glückstreffer? Ich habe dir den Bogen von der Schulter geschossen.
Und daneben. Yay. Okay, scheint an der Zeit zu sein für den Nahkampf. Und wir sind das Drachenblut. Wir können da Fähigkeiten ersetzen, die andere nicht haben. Das sollten wir vielleicht tun. Wir müssen auf die Mauer rauf. Das da drüben scheint der einzige Aufgang zu sein. Also dann. Hurtig. Jetzt stehen wir natürlich super im Kreuzfeuer. Aber ich glaube, von hier aus haben wir einen super Überblick über die ganze Chose. Schlecht, 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 schlecht. Das war der erste. Bis du dich umdrehst, ist die Sache vorbei. Keiner von uns. Okay, wir müssen schnell auf die andere Seite und die Flüchtigen aufhalten. Sonst erstatten die Bericht. Okay. Sieht so aus, als wären wir siegreich gewesen. Ja, fürs Kaiserreich, für Omas Apfelkuchen und vor allen Dingen unsere neue Ausrüstung. Aha. So viel zu dieser Schlacht. Uiuiui. Ja, sorry, in Schlachten werde ich immer etwas ruhiger. Ich bin irgendwie mit Überleben beschäftigt. Und geschafft? Hell yeah! Wir haben wieder mal eine Schlacht überlebt. Ach, jetzt kommt ihr da aus dem Bunker raus und schnell die Waffen ziehen, damit der Chef glaubt, wir haben teilgenommen, ne? Ach, wer solche Kameraden hat, braucht eigentlich keine Feinde mehr. Ach, das wäre ein Traum gewesen hier oben. Warum findet man solche Positionen erst immer, wenn die Sache vorbei ist? Der ist vom Rang Munitionsträger, der hat nur einen Pfeil in der Hand. Okay. Gut, wahrscheinlich jetzt wieder zurück nach Einsamkeit, oder? Report to General Tullius. Ja, wundervoll. Okay, das heißt, wir suchen uns jetzt eine Stelle, die wir überleben. Hier zum Beispiel, runter von der Mauer. Und mit unserem Pferd Richtung Einsamkeit. Wie weit kann es schon sein? Natürlich, wir sind quasi in Riften und wir müssen mehr oder weniger ans andere Ende der Welt nach Einsamkeit. Nee, da reite ich jetzt nicht nochmal manuell, wollte ich gerade sagen. Aber haben wir Dietriche dabei? 11 reichen nicht, können wir vergessen. Nee, dann geht es jetzt zurück nach Riften, sobald unser Pferd da ist. Und von Riften aus per Pferdekarren nach Einsamkeit. Ich schätze, damit seid ihr auch einverstanden. Man muss jetzt diese Route nicht schon wieder zum 12. Mal reiten oder so. Ich weiß es nicht. Ist ja keine echte Schnellreise. Ist ja ein Pferdekarren. Wir werden hungrig sein und durstig, wenn wir dort ankommen. Wir werden müde sein. Und je nachdem, welche Uhrzeit es ist, geht es entweder doch mal wieder in die Taverne. Ich meine, vor Einsamkeit ein Zelt aufbauen ist irgendwie doof. Oder direkt zum General. Abhängig davon, wie es um uns bestellt ist, wenn wir dort ankommen. Bär, lass mich in Ruhe. Das gerade eben ein Hirsch erledigt. Das muss doch reichen. Also, ernsthaft. Feueratronarch gegen Stender Priester.
Templer, was auch immer. Also hier ist ganz schön was geboten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Riften ist die gefährlichste Landschaft hier. Also um Einsamkeit ist ja quasi nichts mehr los. Weißlauf ist auch vergleichsweise friedlich. Und aus den anderen Spieldurchgängen kenne ich die anderen Landschaften eigentlich auch ganz gut. Es sind auch größtenteils friedlich. Aber Riften hier? Da ist was los. Also ich habe noch nie so viele Wölfe gesehen, Bären und anderes Gesocks wie hier in Riften. Okay, ist ja auch die, man möchte sagen, korrumpierteste Hauptstadt der Reiche hier. Ach Mädels, könnt ihr nicht selber auf euch aufpassen, ganz im Ernst. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Und einen Wolf am Hintern. Okay, sie sagt, man soll ihr helfen und er sagt, das war wunderbar. Und das in der Stimme. Ich bin froh, dass ich dort nicht abgestiegen bin. Ganz im Ernst. Wow. Okay, so viel zu diesen Themen. Wir schauen jetzt gerade nochmal, wie es um uns bestellt ist, zwecks Hunger und Durst, damit wir nicht müde, leicht hungrig, etwas durstig. Da können wir noch was machen, bevor es losgeht. Satt. Oh, Flusswasser sollten wir nicht trinken. Abgekochtes Wasser wäre besser. Na komm. Durst wurde gelöscht. Perfekt. So. Pferde. Soll ich euch mitnehmen? Fuhrwerk. Fahrer. Ja, nimm mir uns mit. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürsten. So, Tour Abbeys. Die sicherste Art zu reisen. Ja? Warum zum Geier reagiert er nicht? Hm? Ach, ich stand dem Herr auf der falschen Seite. Das tut mir aber leid. Wohin soll's gehen? Wenn du meinen Bolzen meinst, in dein linkes Auge. Gibt's gar nicht. Okay. Solitude ist Einsamkeit. Auf geht's. Jetzt haben wir Abend, wir werden mitten in der Nacht ankommen. Einsamkeit ist berühmt für seine Bardenakademie. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Einige dort singen so schön wie Leichen. Ja, kann ich nicht beurteilen, wie gut Leichen singen. Okay, okay. Wirklich bald etwas essen, wirklich bald ein Bett, zu viel tragen, zu wenig Leistung und tralala. Uns geht's nicht gut, wer hätt's gedacht. Immer noch hungrig. Immer noch hungrig, mein Gott. Er tut so, als hätte er seit 3 Tagen nichts gegessen. Gut, das abgekochte Wasser ist damit auch weg. Und wir werden immer noch durstig sein. Jawohl. Ja, dieses verkohlte Fleisch, das trocknet uns förmlich aus. Wo ist unser Pferd? Oh je. Ich hoffe, das hört uns in Riften. Ich glaube aber nicht dran. Oh Mist. Ja, dann wird das jetzt ein langer, trauriger Marsch, mit dem ich euch nicht länger belasten möchte. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin haltet die Ohren steif, Freunde. Ciao.